Der Kinocast. So, erstmal hier den Mundschutz ranmachen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast Corona Edition Number 5. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und den Chris. Hallo Chris. Hallo. Und ist noch jemand in der Leitung? Can you hear me now? Ja, mein Name ist Erik und ich begrüße sowohl meine beiden Mitmoderatoren und natürlich alle Zuhörer. Wir haben ein paar Filme für euch mitgebracht und wieder ein Filmrätsel, wo ihr vielleicht ein bisschen mitraten könnt. Ich muss heute ein knackiges Rätsel an die beiden anderen stellen. Mal gucken, was mir da so einfällt. Wir hatten aber eine Sneak, wieder mal eine Home-Sneak, was ja der Chris ins Leben gerufen hat, zusammen mit den Innenstadtkinos in Stuttgart. Das war diesmal Der Unsichtbare. Und den Film, den kann man sich jetzt schon klicken, den gibt es zum Kaufen oder so ausleihen bei diversen Portalen. Die Hauptrolle spielt Elizabeth Moss, die man ja kennt, zuletzt aus der Serie The Handmaid's Tale und vorher aus der Serie Mad Men. Und ja, die ist ja mittlerweile auch im Filmgenre angekommen. Und The Invisible Man ist ja ein Teil von diesem, wie wollten die das nennen, Dark Universe bei Universal, ne? Irgend sowas war das doch, ne? Was sie da mit Die Mumie und mit diesen ganzen da etablieren wollten, was nicht so ganz gezündet hat, weil die einzelnen Filme nicht so richtig erfolgreich waren, wie sie sich's gewünscht hätten. Und deswegen hat man beschlossen, diesen Film Der Unsichtbare jetzt unabhängig davon, als einzelnen Film, unabhängig von diesem Universe ins Kino zu bringen. Und hat sich dann auch einige Freiheiten erlaubt, denn wenn man den alten Film kennt, den ganz, ganz alten, da war ja der Fokus eher auf dem Mann, während hier ist der Fokus eher auf der Frau. Es geht nämlich darum, dass Elizabeth Moss in einer etwas unglücklichen Beziehung lebt mit einem, so in San Francisco, Silicon Valley, Techie, der da... Adrian! Bitte? Adrian Griffin. Ja, der... der einige Erfindungen am Start hat und wir sehen, das wird aber am Anfang nicht viel erklärt, sondern wir sehen, wie sie aus dem gemeinsamen sehr tollen Haus, architektonisch sehr beeindruckendem Haus flieht, was sie sich auch wahrscheinlich schon längere Zeit überlegt hat, wie sie es machen möchte, denn es liegt alles schon so bereit und sie hat da schon einen genauen Plan, es ist jetzt nicht einfach so eine überstürzte Flucht und sie hat auch einen Fluchtwagen organisiert, der sie dann aufpickt. Und sie flieht dann erstmal und wir erfahren dann so ein bisschen im Nachgang, dass er wohl versucht hat, sie sehr stark zu kontrollieren, sie zu überwachen, sie total eingesperrt hat und daraus wollte sie jetzt entfliehen. Sie landet dann erstmal bei irgendwie einem alten Kumpel, ist das glaube ich, ne, der Polizist. Also ich habe da nicht so... Ja, es war irgendwie ein alter Schul... Ja. Alter Schulbekannte. Ja, die Schwester holt sie raus. Schwester Emily holt sie raus und sie landet dann bei James und dessen Tochter Sydney. Genau. Und ein Horrorfilm mit Sydney. Dort kann sie erstmal wieder ein bisschen Luft schnappen und sie hat aber immer noch totale Verfolgungsängste, totale Paranoia, traut sich auch nicht vor die Tür zu gehen, weil der Typ sie so sehr fertig gemacht hat und so starke Überwachung sie die ganze Zeit quasi so überwacht hat. Übrigens, der Mann, bei dem sie landet, wird gespielt von Aldous Hodge, den wir auch schon in diversen Filmen gesehen haben, zum Beispiel bei Hidden Figures oder so, hatten wir den in der Sneak Preview gehabt. Und sie erfährt dann aber von dem Bruder ihres Ex-Mannes, ihres Mannes, dass der Mann wohl verstorben ist. Der hat sich nämlich selbst getötet. Und hat ihr auch sogar ein bisschen was hinterlassen. Und sie weiß nicht so recht, was sie mit der Nachricht anfangen kann. Also einerseits fällt ihr so ein bisschen ein Stein vom Herzen, dass er tot ist. Aber andererseits kann sie es auch nicht so richtig glauben. Und als dann einige Sachen eintreten, die sehr mysteriös sind,
denkt sie daran, dass er vielleicht doch noch irgendwie lebt, aber es ist halt dieses, ja, dadurch, dass sie auch psychisch einiges durchgemacht hat, wird hier nicht so richtig geglaubt. Und wer glaubt schon eine Frau, die sagt, ja, ihr verstorbener Ehemann würde sie immer noch als Unsichtbarer verfolgen oder so, ne? Also ich meine, der Film heißt Der Unsichtbare, ich glaube, viel kann man da nicht vorwegnehmen. genau, ja. Die, ja, es kommen halt dann seltsame Vorgänge und da sind halt sehr viele Parallelen zu zum Beispiel Stalking-Opfern oder sowas, ja, dass eben den Stalking-Opfern nicht geglaubt wird, dass irgendwie komische Dinge passieren und wie dann auch das Umfeld damit umgeht und so. Und ich fand den richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, so eine Blumhouse-Produktion, die sind ja eher so, ja, sag mal, solide gemacht und ganz nette Unterhaltung meistens, aber meistens klemmt es dann irgendwo an einigen Ecken. Hier ja natürlich auch. Hier gab es durchaus ein paar Drehbuchsachen. Ich sage nur, der Hund, der ist da, der ist weg. Wieder da, wieder weg. aber solche Sachen habe ich dem Film eigentlich verziehen, ne? Weil war auch wahnsinnig gut gefilmt, fand ich. Und der Musikeinsatz war gut. Und diese ganze bedrohliche Stimmung, wenn einfach die Kamera mal irgendwo auf einen leeren Flur gefilmt hat, und man dachte, okay, da ist da jetzt was oder verändert sich da irgendwas? Und durch diese Bedrohlichkeit der Ruhe, der Stille, das wurde hier im Film sehr stark genutzt, fand ich echt gut. Wie fandet ihr es so? Ja, also ich fand es ganz cool. Also von der Umsetzung, von der Idee dahinter, das war ganz cool umgesetzt. Es war so ein paar Szenen drin, wo ich einfach gesagt habe, what the holy shit, fuck. Also ich weiß. Das war so wirklich aus dem überhaupt gar nichts heraus, kam da plötzlich so pam, 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 irgendwie was. Aber das ziemlich krass auch. Was ich da ein bisschen schade fand, ist, dass es sich dann am Ende so ein bisschen nochmal wiederholt hat und hinten raus so ein bisschen, ja, ich fand hinten raus hat er ein bisschen Drive verloren, also ganz am Ende dann. Ansonsten, ja, Elizabeth Moss war komplett den Film über, sah die einfach so unfassbar fertig aus. Ja, das kann sie. Das war echt krass. Da habe ich gedacht so, meine Fresse, die ist echt hinüber, die Gute. Und ja, ich fand dann allerdings die Nebendarsteller alle so ein bisschen blass dann im Vergleich dazu. Also, aber okay, es ist halt dieses Gesamtkonzept und ich fand ihn besser als gedacht. Also ich habe echt gedacht so, ja, bin da schon mit ein bisschen Grummeln im Magen das Ganze angegangen, weil ich gedacht habe, ja, also Horror, Mystery, Sci-Fi in einem Mix, das kann gut gehen, das kann aber auch granatenmäßig in die Hose gehen. Und in dem Fall ging es eigentlich ganz gut. Ja, Kate? Ich genauso. Willst du hier schulmäßig alle abfragen? Wir können ruhig miteinander reden. Ich sehe das ganz genauso. Also ich muss sagen, wobei ich nicht finde, dass der Film nach hinten raus ein bisschen an Drive verloren hat. Im Gegenteil, ich fand, die Rolle hat sich einfach entwickelt. Und das ist das, was Elizabeth Moss so toll spielen kann. Das macht sie in Handmaid's Tale auch schon. Sie spielt diese Kämpferin, diese Überlebende, so unfassbar gut. Und ich weiß nicht, das ist einfach voll ihre Rolle. Also auch, wie gesagt, auch in der Serie. Ich nehme mir das zu 100% ab, dass sie da leidet, dass sie Angst hat. Und mir hat das richtig begeistert, den Film anzugucken. Weil ich hatte schon echt Angst, dass es wirklich so ein Abklatsch wird zu Hollow Man. War dann aber doch ganz froh, dass es eine andere Aufmachung hatte. Und auch das am Ende, wer da alles mit drin hängt und wer nicht mit drin hängt und so, das fand ich schon gut gemacht. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand auch die ein oder anderen Momente, wie der Chris auch schon gesagt hat, so, what the, okay, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Und okay. das ist das Krasse an dem Film, finde ich. Ja. Der Regisseur, der den Film gedreht hat, der hat ja auch Insidious Chapter 3 gedreht und wird als nächstes den Film drehen Escape from New York. Nachdem ja, die Klapperschlange, gab es ja schon mal so eine neue
Neuauflage und das kommt jetzt nochmal. Bin ich gespannt. Also ich fand auch gerade, wie es so gedreht war, extrem gut. Und Kate, hast du eigentlich, weißt du eigentlich, wo der Film gedreht wurde? Nee. In Sydney, Australien. Oh. Und der Regisseur ist auch ein Australier. Deswegen hat er es wahrscheinlich dort gedreht. Also konnte man offensichtlich jetzt nicht irgendwas erkennen. Aber da bin ich mir eigentlich, da waren ja ein paar Einstellungen drin hier von der San Francisco Bay Bridge oder sowas. Die haben sie wahrscheinlich dann eingekauft, aber die ganzen anderen Aufnahmen, das Haus, denke ich mal, steht vielleicht da irgendwo rum. War auf jeden Fall ziemlich cool, das Haus, fand ich. Auf jeden Fall. Also bis auf die Betonmauer da außen. Aber ja. Aber da kannst du natürlich, da musst du dich natürlich gleich nach dem Aufstehen anziehen. Ne? Also da kannst du nicht bei den vielen Glasfronten. Ja, wobei, wenn da nur Meer ist, dann sieht da ja keiner rein. Hm. Außer da muss jetzt gerade ein großes Boot ganz nah vorbeifahren. Ja. Oder unten ist am Strand jemand. Chris, du warst in Miami, das weiß ich. Kate, warst du da mit, wo der Chris in Miami war? Oder war nee. Das? Nee. Du kennst doch die großen Häuser in South Beach und diese hohen Häuser, ne, wo unten die Millionen, die untersten kosten 1 Million und die oberen irgendwie 10 bis 20 Millionen. Ne? Und da sind draußen auf See sind tausende von Yachten und da liegen ja dann meistens irgendwie die Damen dann irgendwie nackig auf Deck rum. Ne? Und da haben die ganzen Häuser, die da stehen, haben dann auf ihrem Balkon übelste Teleskope. Ne? Die gucken dann nur da raus auf die, wenn du da am Strand langläufst, dann siehst du die ganzen Teleskope, wie die aufs Meer gehen. Ne? Ja. Ja. Naja, ja, so aber zurück zum Thema der Unsichtbare. Ich fand, ging vielleicht ein bisschen lang, hat mich anfangs ein bisschen, dachte ich, oh, 2 Stunden, boah. Ich mag eigentlich eher so, wenn so horrormäßig, wenn dies ein bisschen knackiger ist, aber der Film hat halt seine ruhigen Momente gebraucht und hat daraus ja auch viel gezogen. Also diese bedrohliche Grundstimmung, die da ständig geherrscht hat, das war halt immer so ein Unbehagen. Ne? Also wahrscheinlich dann dasselbe Unbehagen, was man als Person dann in dem Falle dann auch hat. Ne? Irgendwie sehr, sehr krass. Ja, das war auch am Anfang, war es halt auch so viel Stille. Also da war ja so viel, der ganze Film fängt ja extrem leise und ruhig an. Das war dann so, sag doch mal irgendjemand was. Das ist gruselig. So. Das fand ich schon echt gut gemacht. Aber ich glaube, eine Szene, die jeder Hundebesitzer kennt, irgendwie ist man immer nachts mal in den Napf getreten oder an den Napf getreten. Ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber mir. Vor allem Wassernapf ist dann herrlich, wenn man dann so reintatscht. Ja. Das haben wir noch nicht geschafft. Was wir geschafft haben, ist Bälle in den Wassernapf zu schmeißen, versehentlich. Ja, das auch. Okay, aber das nachts in den Napf treten habe ich auch schon geschafft. Weiß nicht, wenn ihr da in der Wohnung Tennis spielt, hier in eurem Riesenanwesen. Ja, vom Ostflügel in den Westflügel, weißt du ja. Ist immer so. Jawohl. Und haben wir eigentlich alles soweit aufgearbeitet zu der Unsichtbare. Ich fand wirklich, diese überraschenden Momente waren echt gut. Ist auch, ich fand, es ist jetzt weniger eigentlich ein Horrorfilm. Es sind zwar ein paar heftige Szenen drin, aber es ist eher so ein Suspense-Gruselfilm, wie ich es eigentlich so zuletzt so bei Hitchcock oder so in Erinnerung hatte. Ne? Wirklich so, wo so mit ganz wenig ganz viel gemacht wird. Und fand ich echt gut. Ich glaube, ich habe 7,5 gegeben, oder? Ja, 7,5 Punkte gebe ich. Ihr so? Ich gebe 8. Ich traue mich immer nicht, was zu sagen. Ich habe ihm 7 gegeben, weil er diese Länge. Danke. Danke, Frau Merkel. Weil er halt zwischendurch diese Längen, wie ich finde, hat. Und das, hat mich ein bisschen genervt. Ja. Okay, oh, top, auf jeden Fall. Vielleicht kann ja jemand. Schon Schlechteres gesehen, definitiv. Ja, und das Sneak gab es schon deutlich Schlechteres. Das war eine gute Sneak. Was erwartet uns denn da nächste Woche? Die nächste Heimsneak, die ja vielleicht, wenn wir etwas Glück haben, ja so langsam aber sicher Richtung Ziel gerade geht, mal abwarten, was da jetzt noch kommt im Mai. Aber die nächste Heimsneak haben wir uns überlegt, dass wir mal einen Film nehmen aus dem breiten Angebot von Netflix in dem Fall. Und den gibt es dann auch leider nur exklusiv bei Netflix, aber das ist ja wurscht. Und es wird der Film sein Betonrausch. Deutsche Produktion, wer wäre so, wenn er jetzt nicht bei Netflix laufen würde, glaube ich, so ein typischer Sneak-Kandidat, weil eben deutsche Produktion. Aber sieht ganz gut aus. Denke ich auch. Ja. Schauen wir mal. Betonrausch, ich habe gesehen, einige haben den schon gesehen, andere Podcasts und drüber gesprochen. Ich habe da extra noch nicht reingehört. Ich will mir da mal selber meine Meinung dazu bilden. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja
bis dahin wieder irgendwie was anderes vorgestellt noch, irgendwie zur Verfügung gestellt von irgendwelchen Filmverleihern, was wir vielleicht gucken können dann für die folgende Woche dann. Jo, dann gucken wir aber erstmal in die sonstigen gesehenen Filme, die wir auf der Liste haben. Heimkino. Ja, hier gibt es einen Film, der hat seinen Blu-ray-Release gefeiert. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von, ja, von dem Filmverleiher halt, ne? Da steht gar nichts hier in dem Begleitbrief. Ich dachte, ich kann mich jetzt hier schön dran langhangeln. Hier steht die Story, aber hier steht nur da, über eine Besprechung würden wir uns freuen. Und das, der Film heißt First Love. Und das ist jetzt kein Amateurporno oder sowas, sondern es ist ein japanischer Yakuza-Film. Okay. Und ist gedreht von Takashi Miike. Und wer schon ab und zu mal irgendwie so ja, japanische Filme geschaut hat, der Takashi Miike ist schon durchaus bekannt. Also der hat da einige Filme gedreht, die man durchaus vielleicht kennen könnte. Ich weiß nicht, habt ihr von dem schon mal was gehört? Irgendwas, ja, aber vielleicht verwechsel ich auch gerade mit Takeshis Castle. Okay. ja. In First Love geht es eigentlich darum, dass ein Boxer, der, ja, weiß nicht, was das für eine Gewichtsklasse, irgendwie sehr, sehr leicht, also kein Riesenhühne, sondern eher so Leichtgewicht-Boxer, der wird. Oder der ist ziemlich gut in dem, was er tut da als Boxer und kann eigentlich alle rigoros umhauen und eines Tages kriegt er mal irgendwie so einen ganz leichten Schlag ab und wird dann untersucht im Krankenhaus. Da wird bei ihm eine tödliche Krankheit festgestellt, wo gesagt wird, okay, du darfst jetzt nicht mehr boxen. Und völlig niedergeschlagen slackt er dann nur noch so rum und begibt sich dann so durch die Nacht immer und hängt da so ein bisschen ab. Die Parallelgeschichte ist von einer jungen Frau, die als Callgirl arbeitet. Sie muss als Callgirl arbeiten, weil die, ja, diese, wie war das mit ihren Eltern, ne? Die Eltern sind irgendwo geflüchtet von irgendwoher, ich glaube, und die Fluchthelfer, oder die haben an die Fluchthelfer noch irgendwie was abzudrücken und da haben sie die Tochter dafür, weil die Eltern irgendwie dann verstorben sind. Und dann muss die Tochter jetzt das Geld abarbeiten für das ja, für diese Verbrecher da. Und sie wird da auf den Strich geschickt. Sie haben da so eine komische App dafür. Und da wird sie dann halt immer hingeschickt und muss dann das Geld abgeben. Und parallel ist dann auch noch so eine dritte Geschichte mit der mit den großen, in Anführungszeichen, großen Verbrechersyndikaten, die da tätig sind. Nämlich, da gibt es zum einen ja so undurchsichtig irgendwie die Polizei, die selber auch Drogen mitverkauft, die sie eigentlich beschlagnahmt hatten. Und zum anderen die Yakuza, die intern einen Kampf führen. Und die wiederum wollen auch die Sachen wieder zurückhaben, die beschlagnahmt worden sind, weil das sagen, das kann ja nicht sein, dass die uns das hier beschlagnahmen und dann gelandet das doch wieder auf dem Markt. Und in dieser Gemengelage finden die zwei, der Boxer und dieses junge Mädchen, dann eines Abends mal so auf eine zufällige Art und Weise zusammen. Er hilft ihr, sich da durchzusetzen, weil sie soll dann gerade von so einem schmierigen Polizisten dazu verwendet werden, dass sie quasi als Kronzeugin oder irgendwie als ja, Informationsbeschafferin, sie soll halt Leute verpfeifen und das will sie aber nicht und sie sie kann dann so halbwegs flüchten und er haut den anderen Typen um und sie flüchten dann durch die Nacht und letzten Endes sind dann Wobei, muss ich ganz kurz einhaken, also er haut ihn ja nicht wirklich so direkt um, sondern sie rennt ja weg und schreit Hilfe, Hilfe, Hilfe und rennt dann nicht vorbei und der sieht nur den anderen Mann hinterher rennen und der haut einmal, bam, holt einmal kurz und aus. Und ihm halt volle Möhre ein. Also. Genau, ja. Und dann ist natürlich Die einen sind hinter den anderen her und die sind hinter dem her und es ist alles ein riesen Mischmasch, wer da hinter wem her ist und das ist irgendwie total irre und entlädt sich dann in einer absolut sehenswerten, vielleicht halbstündigen Sequenz in so einem Supermarkt, wo dann irgendwie so alle aufeinandertreffen und
jeder irgendwie gefühlt gegen jeden und da werden irgendwie Geheimnisse enthüllt und dann wendet sich das Blatt gegen den anderen und ist irgendwie total verrückt alles. Und was da so passiert, ist einfach sowas von abgefahren. Auch die Darstellung, wie die Yakuza so dargestellt werden, ist irgendwie total abgefahren. Irgendwie am Anfang dachte ich so, ach, das soll jetzt ein bisschen gähnen hier so, und es dann so losgeht mit dem Boxer und mit dem Mädel und so. Aber dann gewinnt der Film, also zum einen wird er immer brutaler, je weiter man dem Ende entgegenkommt und immer abgefahrener, ja. Also das ist einfach eine Gangster-Action-Komödie, die einfach speziell gegen Ende dann total Spaß gemacht hat. Er hat so einen ganz abgefahrenen, düsteren Humor gehabt, ne? Also, weiß nicht, vergleichbar wie die Szene von bei Kill Bill, wo dann Lucy Liu dann plötzlich losrennt und den einen dann köpft und er sitzt dann noch so da und er sprüht das Blut so raus. So ungefähr humormäßig ist das dann hier auch. Da passieren da total abgefahrene Sachen. Da werden irgendwelche Leuten die Arme abgehackt und es ist dann fast wie bei Monty Python, wo der noch weiter gekämpft wird und so. Das ist irgendwie, mir hat der Film wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also ich hatte ein paar Momente, wo ich wirklich lachen musste, weil einfach das, weil es so unfassbar abstrus teilweise auch ist, was da passiert. Und das am Ende ist mehr oder weniger so ein Last Man Standing ist, auch nicht schlecht. Also völlig abgedreht. Er fängt sehr zahm an, da habe ich auch gedacht, so okay, mal gespannt, was das für eine Liebesgeschichte wird, weil wenn das schon First Love heißt, dann gehe ich mal davon aus, dass... Ja, dass da was passiert in diese Richtung. Aber dass es so abgeht, also es scheißt die Wand an. Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, teilweise. Also das war wirklich ganz schön stark, ganz schön heißer Tobak teilweise. Also harter Tobak, sagt man wohl. Also diese ganzen Blutszenen und alles, echt abgefahren. Und dann hat der Film auch so witzige Einfälle. Ich will es jetzt mal nicht genau beschreiben, weil sonst nehme ich vielleicht den Leuten den Spaß. Also der ändert dann teilweise auch die Art, wie es gedreht ist, mal völlig. Also da kommt so eine Szene, wo man denkt, wow, was soll jetzt kommen? Und dann bam, es ist wirklich völlig anders, die Darstellung. Und dann springt es wieder zurück. Und das fand ich einfach so cool, wie das so gemacht war und die Ideen, die der hatte. Und der hat natürlich auch so seine Schwächen gehabt, der Film, gerade so in den ganzen Erzählsträngen. Das war eigentlich teilweise zu viel. Ich bin ja vorhin schon ins Schwimmen geraten beim Zusammenfassen. Es war einfach irgendwie so ein bisschen zu viel, was da alles zusammengeführt wurde und so. Aber wenn man dann die letzte halbe Stunde gesehen hat, da soll das halt dann alles zusammenkommen. Und dafür war es eigentlich genau richtig, das am Anfang irgendwie mal alles anzureißen, dass man ein bisschen weiß, wer mit wem und warum und weshalb. Und ja. Ja, definitiv. Also gibt's bestimmt, ich fand das ein bisschen anders. Ja? Ich empfinde so, das Ganze ein bisschen anders als ihr. Erzähl. Ich fand den total Banane. der hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, der Film. Ich habe den im Bett auf dem Laptop angeguckt und ich bin teilweise fast eingepennt. Ich fand ihn total langweilig. Komplett abstrus von der Story her. Und ich weiß nicht, hat mich überhaupt, auch die Charaktere haben mich überhaupt nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht mehr einen Namen, abgesehen davon, dass sie ja natürlich japanisch sind, aber trotzdem ist nicht so meins gewesen. Ah, okay. Was ihr cool fandet, mit diesem Perspektivenwechsel, fand ich total albern. Dann unnötig. So, ja. Vielleicht auch nichts für mich einfach. Es gab Julie, Monika, Leo, Yasu, Ichikawa. Lese ich aber auch alles vor. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, das liest du noch ab. Ja. Aber ich fand es echt gut, wie es so gemacht war. Also, ich könnte mir denken, da sehen wir bestimmt bald auch ein US-Remake davon oder so. Weil ich glaube, das ist so verrückt, das lassen die sich irgendwie nicht entgehen. Und dann sehen wir dann irgendwie Jack Gyllenhaal und sonst was und The Rock irgendwie. Nee, also mir hat er echt gut gefallen. Also das gebe ich ihm punktemäßig. 8,5 habe ich hier stehen, ja. Ich habe ihn bei 8. Ich habe ihn bei 4. Okay.
Also, wenn euch das jetzt irgendwie so Lust gemacht hat darauf, den Film mal zu gucken, den gibt es auf Blu-ray zum Kaufen. Ich gucke gerade mal, ob man den auch als Stream ausleihen kann. Ja, geht auch. Also man kann den ausleihen bei Amazon in HD für 11,99 in SD für 9,99 oder die Blu-ray kaufen für 14,69 Euro. Was ist das für ein Preis? Die nicht immer 99 hier. Also 14,69 ist FSK 18, weil da geht es doch heftig zur Sache. Teilweise besonders in der letzten halben Stunde. Aber oh ja. Sagen wir, für Fans von so ja, Martial Arts und irgendwelche abgefahrene Tarantino-eske Gangstergeschichten, also da ist das ein Muss. Ja. Dann sollte man da unbedingt mal reinschauen. Vielen Dank an die Firma, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Ja, gern mehr sowas. Genau. Wie geht's weiter? Ich habe ja noch einen Film geschaut, den habe ich euch auch empfohlen. Besser gesagt, das ist eigentlich kein Film, was mich ein bisschen überrascht hat. Es ist auch keine Serie. Ich habe erst gedacht, es ist eine Serie, aber es ist eine, wie nennt sich das? Anthology? Nee, ist auch nicht, stimmt auch nicht. Also sowas wie Black Mirror, sage ich mal so. Also wo quasi so eine Anzahl von Folgen, es eine Anzahl von Folgen gibt, aber die sind in sich abgeschlossen und haben miteinander nichts zu tun. Also das doch ist, Anthologie. Das ist halt, ja? Ja, doch, oder? Aber heißt da ist jede so? Folge eine einzelne Geschichte. Ach so. Eine einzelne. Ja, sonst war es immer eine ganze Staffel. Also eher wie Black Mirror. Wie eine Kurzfilmsammlung, sagen wir es mal so. Okay. Die haben aber ja, ein bisschen was vielleicht miteinander zu tun. Das heißt, das Ganze heißt auch Blutiger Trip. Gibt es auf Netflix, falls ich es noch nicht gesagt habe. Die Personen, die man in diesen einzelnen Filmen sieht, in den Kurzfilmen, die sitzen alle in so einem Bus drin. Und der Bus wird ja von so einem dubiosen Busfahrer gefahren. Und dann bleibt die Kamera immer länger auf einer Person stehen und von der sehen wir dann die jeweilige Folge. Das Ganze ist eine skandinavische Produktion und ich dachte erst, es kommt eine Serie, weil das hatten wir als Hausaufgabe hier bei Fortsetzung folgt. Ich dachte erst, oh, ist eine Serie, okay. Und da hat mir die erste Folge, dachte ich, okay, wenn das jetzt mit den Personen weitergeht, oh Gott, des Himmels Willen. Und das war schon so abgefahren, die erste Folge. Und dann kam auch die zweite Folge, die irgendwie damit gar nichts zu tun hat. Dann habe ich erstmal gerafft, um was das jetzt überhaupt gerade ist. Und da war ich eigentlich ganz froh. Und weil ich hätte mir, die erste Folge war so abgefahren, das hätte ich mir wirklich nicht eine ganze Staffel angucken können. So. Und dann hat es aber wirklich eine ganz andere Tonalität in der zweiten Folge. Und es sind halt wirklich völlig unabhängig voneinander erzählte Geschichten. Ich würde es mal am ehesten vergleichen mit Twilight Zone. Das habe ich früher immer sehr, sehr, sehr gern geguckt, als es noch lief. Da gab es ja dann noch eine Neuauflage von Twilight Zone, wo wirklich immer so einzelne, mysteriöse, teilweise blutige, teilweise gruselige, teilweise ja, so Black Mirror-artige Geschichten drin waren. Und so ist es hier auch. Und das hat mich echt umgehauen. Ich habe alle geschaut und bin total begeistert davon. Sind halt auch alles Darsteller, die man überhaupt nicht kennt. Ja, das ist halt auch das Gute. Man projiziert dann nicht, ach, das ist doch der hat das und das gemacht, sondern die kennen wir allesamt nicht. Und du weißt es nicht, ist es jetzt jemand, der eher mal einen Guten spielt oder einen Bösen spielt? Oder ist es jemand, der eher so in Komödien zu Hause ist oder irgendwas? Sondern es ist total abgefahren. Geht natürlich, also angefangen, also in der ersten Folge war es so, da zieht eine Familie, so eine Vorzeigefamilie, die zieht irgendwie so aufs Land und da ist irgendwie alles ganz, ganz abgefahren. Und eines Tages, also die hatten irgendwie Geldprobleme in der Stadt und mussten dann aufs Land ziehen, weil es da billiger ist. Und dann sagt ihr so eine Nachbarin so, ja, hier gibt es einige Mythen in der Umgebung. Und dann sieht sie mal beim Joggen, wie irgendwelche Nachbarn auf so einem Opferstein ein Tier opfern. Und dachte schon, boah, so starker Tobak, was hier so gezeigt wird. Ne? Und sagt, ja, wenn man hier so ein Tier opfert, was man geliebt hat, dann kriegt man halt irgendwie Glück oder sowas. Also die erzählen dann auch so eine Story, dass da jemand mal dann was gemacht hat und ein Lotto gewonnen hat und so. Und das denkt sie sich, ja, das probiere ich doch mal aus. Ne? Und sie haben einen Familienhund und so. Mehr will ich jetzt mal nicht sagen. Und dann passieren noch total abgefahrene Geschichten. Das ist nur die erste Folge. Und die anderen sind auch total verrückt. Ich würde euch das empfehlen, mal zu gucken. Geht nicht lang. Es sind, glaube ich, so sieben Folgen oder so. Oder sechs, sieben, acht Folgen auf Netflix. Aber sehr sehenswert. Von mir 9 Punkte. Hat mir echt gefallen. Ich mag sowas.
so kurze Horrorclips wie Twilight. Ey, Twilight Zone könnten sie eigentlich neu aufleben lassen bei Netflix. Das wäre eigentlich die ideale Plattform. Da kann Black Mirror oder so einpacken. Okay, dann sind wir eigentlich soweit durch mit den Filmthemen für heute. Okay. Und dann kommen wir mal zu der Musik. Musik. Kate darf anfangen. Entschuldigung. Mein Musiktipp ist von Kraftklub Randale. 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 Jo. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Chris, was hast du? Ja. Du hast wahrscheinlich Kraftklub wegen hier First Love, Randale hier am Schluss. Ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall, genau deswegen. Weil es so gut gefallen hat, ja. Ich habe Antoine Burz featuring Teddy Teclebran. Deutschland ist stabil. Okay. So geil. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das draufpacke. Erik kotzt schon, der mag Teddy nicht. Das ist ein furchtbarer Typ, ey, der nervt. Das ist unfassbar gut. Ja, vielleicht bin ich hinter die Genialität noch nicht gestiegen, das kann sein. Und ich habe was draufgepackt, jetzt gerade in der heutigen Zeit, wenn alle zu Hause rumhängen und ihre Urlaube stornieren und sonst was. Von den massiven Tönen, Traumreise. Und genau, war auch in dem Urlaubsvideo von Miami 2004 drin. Also ich habe da mal kleine Filme gedreht. Habe ich das im Soundtrack mitgehabt. Okay, dann kommen wir zu der Rätselecke. Rätselecke. Muss ich mal mein Rätsel aufmachen. Da habe ich nämlich lange drüber nachgedacht und irgendwas versucht zu finden, womit ihr ein bisschen was anfangen könnt, was ihr aber auch erraten könnt. Also, die Prämisse ist folgende. Also, ich habe ja beim letzten Mal gewonnen. War einfach, weil ich war der einzige Teilnehmer im Rätsel. Aber das Rätsel war nicht einfach. Deswegen darf ich heute ein neues Rätsel stellen und derjenige oder diejenige, die von euch das errät, darf dann nächste Woche eins stellen. Es geht. Also, ihr dürft mir dann Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Am besten irgendwie abwechselnd oder so, ne? Also, es geht um den Film Indiana Jones von 1981, ne? Also der erste Indiana Jones. Oh, okay. Ja, ist bekannt, oder? Ist jetzt kein Arthouse, den keiner gesehen hat, oder? ihr könnt euch ja erinnern, in der Exposition, ich beschreibe es mal ganz kurz, damit ihr reinkommt in die ganze. In der ersten Szene sehen wir Indy, wie er da in diesen verlassenen Tempel reingeht und da diesen goldenen Kopf darunter nimmt und dann in der nächsten Szene diese riesige Kugel hinter ihm herrollt. Und dann kommen ja die Schriften und dann kommt die nächste Szene, Indy in der Universität. Ja, die Mädchen hängen ihm alle förmlich an den Lippen. Der Chris kennt das hier, wenn er da unterrichtet. Und dann kommen ja diese Leute auf ihn zu, die sagen, hey, wir brauchen da ihre Hilfe und so. Da gibt's was zum Finden, ne? Dann kommt die nächste Szene. Also Indy bespricht das dann mit denen so ein bisschen. Ich erzähle jetzt nicht den ganzen Film nach, keine Angst. Aber ich muss euch ein bisschen da reinführen, ne? Dann kommt die, dann bespricht das dann mit den Leuten und sagt, ja, dann brauchen wir Mittel und so weiter. In der nächsten Szene ist Indy zu Hause. Es klingelt an der Tür und Indy kommt spärlich begleitet mit einem Bademantel übergeworfen, mit einem ziemlich, naja, ich würde mal sagen, wie der Playboy Hugh Hefner Bademantel, ja, an die Tür und öffnet. Und meine Frage ist, warum trägt Indy in dieser Szene, in der Brody zu ihm nach Hause kommt, diesen Bademantel oder überhaupt, ja, diese Klamotten und den Bademantel? Der gerade duschen war? Nein. Chris, du bist dran. Ach du Scheiße. Ich überlege gerade, was war da? War er allein zu Hause? Du kannst das, Chris, du kannst es nicht mit dem Film, also das wird nicht im Film gesagt. Das ist Zusatzwissen. Ja, super. Ist er allein zu Hause gewesen? Nein. War eine Frau bei ihm? Ja. Hat er die Zeit vergessen und musste schnell Bademantel überziehen, weil es plötzlich in der Tür geklingelt hat? Nein. War das sein Bademantel? Ja. Hm.
Puh, 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 puh. War das vielleicht ein Filmfehler? Nein. Hat ein Bademantel an, weil es ein sein Lieblingskleidungsstück ist? Nein. Ihr wart aber schon mal näher dran. Bewegt euch gerade wieder ein bisschen weiter weg. Also er hatte eine Frau zu Hause. Zu tun. Genau. Da ist immer. War das eine Studentin? Ja. Mit der hat er was gehabt? Ja. Die waren gerade zugange, als es geklingelt hat. Na gut, ich lasse es mal gelten. Also, ja, die Kate, also hat es richtig gehabt. Also er hatte was mit der Studentin gehabt. Deswegen habe ich vorhin die Exposition gebracht, für die ich kritisiert wurde, ja, dass da die Mädels alle bei ihm an den Lippen hängen. Er hatte mit einer dieser Studentin was, er war mit der im Bett, dann klingelt es an der Tür, er wirft sich schnell diesen Bademantel über und Steven Spielberg hat sich aber entschieden, diese Szene rauszuschneiden, weil er ihn nicht so darstellen wollte, Indy, als diesen großen Charmeur, der da mit seinen Studentinnen rummacht. Und die Szene, wo er aber so notdürftig diesen Bademantel überwirft und von irgendwo herkommt, als es an der Tür klingelt, ist aber natürlich noch drin. Und darauf könnt ihr mal achten, wenn ihr das nächste Mal schaut. So. Hm. Dann freue ich mich dann, wenn die Kate dann das nächste Mal uns eigentlich oh Gott. Oh Gott, hey. Oh Gott. Ich muss mir ein Rittel ausdenken. Oh Gott. Wird übrigens dann im Regiekommentar herrlich erzählt. Auf der Blu-ray. Freuen wir uns doch mal schon auf irgendeine Frage zu Harry Potter. Aber ich finde es übrigens voll gut, dass dies rausgeschnitten wurde. Ja. Weil ich glaube, das würde den Charakter von Indiana Jones tatsächlich ein bisschen kaputt machen. Ja, genau. Deswegen hat man es ja auch raus. Ja. Weil er eben nicht so als der große Frauenheld da dargestellt werden sollte dann. Und ja, vor allem mit seinen Studentinnen. Ja. Cool. Gut, das war die Rätselecke für heute. Weiß nicht, ob das schon jemand von den Hörern vielleicht auch wusste oder mitgeraten hat. Dann trage ich jetzt mal unser Dokument ein. Kate ist dran. Kannst ruhig über Harry Potter was fragen, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Da muss ich nur raten. Also das ist durchaus machbar. Der Chris, der tut immer so, als würde was nicht wissen, aber der hat sehr viel Harry Potter-Wissen durch mich. Ich habe ja bis nächste Woche noch ein bisschen Zeit, mir den ganzen Backkatalog mal anzuschauen. Harry Potter war der mit den roten Haaren, ne? Nein. Das war der mit den ganzen, der das junge Mädchen da in die Welt des SMs einführt, oder? Oder war das der leuchtet? Der leuchtet im Dunkeln, oder wie war das? ein legendärer Leuchtender. Gut. Okay. 3 Sterne legendär dann, leuchtender, cool. Dann sind wir auch schon durch für heute. Und schreibt uns Kommentare, wenn ihr das irgendwie was beizutragen habt hier auf kinocast.net oder lasst uns eine gute Bewertung da auf allen möglichen Plattformen, wo wir vertreten sind. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Sehr tschüss. Gerne. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.